Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich hoffe, mein Kater ist jetzt nicht zu laut. Der sitzt gerade auf meinem Schoß und hat einfach Lust, irgendwie in der Aufnahme dabei zu sein. Kurz bevor die Aufnahme anfängt, ich bin hier gerade mit Badline drauf und joint doch mal gerne auf den goldenarmy.de Server. Dort trifft ihr mich dann auch manchmal an, wenn ich zocke. Da gibt es einmal Islandbild, was mega, mega nice ist. Viel besser als die anderen City-Bild-Sachen. Das ist mal was anderes. Und es ist auf der 1.14, also ihr kommt nur mit der 1.14.4 rauf. Ja, und ich wollte mich auch nochmal bei MineHub bedanken. Ich habe jetzt mit denen eine Partnerschaft mit Ark, also werdet ihr bald richtig viele Livestreams sehen, wo ich Ark zocke. Nochmal danke an MineHub, falls ihr das hier seht. Und ich würde sagen, let's go! Heute geht es um ein Report-System. Hatten wir letztes Mal schon, aber das ist nochmal 1000 Mal besser. Hat zwar jetzt nur 14 Downloads, aber das sagt nichts aus. Es ist eigentlich ganz simpel. Ihr downloadet das Plugin einmal, zieht es bei euch rein, holt euch am besten auch noch Permission X, erstellt da Gruppen und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier auf diesem Minecraft-Server wieder, wo ihr dann slash Report machen könnt und dann seht ihr auch schon, ja, Report geht. Ich bin Owner. Der Rang hier hat, der hat nur Spieler. Ich kann damit kein Game Mode 1 machen oder sonstiges, aber ich kann Report machen. Jetzt gebe ich Report, Ding, Spieler an und sehe, ach, ich muss immer noch machen. Beispielsweise, ich reporte mich, reporte jetzt den Spieler für Hacking. Sehe ich hier, Game to Fame hat GameFurp YouTube wegen Hacking reportet. Jetzt könnte ich beispielsweise slash tp GameFurp YouTube, jetzt bin ich bei mir und kann so sehen, jo, der Spieler muss gebannt werden. Genau, ihr müsst nämlich in Permission X für den Spieler den die Permission System.report geben und dem Support am besten reports.c. Dann seid ihr auf der simple, also auf der Seite, dass ihr das sehen könnt. Also wer diese Permission hat, kann sehen, wer reported wurde. Und am besten sollte man Spieler das hier freigeben, denn dann kann man Leute reporten. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit der Plugin-Vorstellung. Ist ein cooles Plugin, nur für die 1.8 leider erhältlich, aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann und ciao.